Herzlich willkommen bei Weltbild Lieblingsseiten. In regelmäßigen Abständen werde ich Ihnen hier interessante und aktuelle Bücher vorstellen. Gibt es eigentlich noch irgendjemanden da draußen, der Ich bin da mal weg von Harpe Kerkeling noch nicht gelesen, ja, oder zumindest mal davon gehört hat? Nach dem unglaublichen Erfolg dieses ersten Buches gelang ihm jetzt wieder ein überragender Bestseller. Es ist wirklich unglaublich, aber Der Junge muss an die frische Luft ist seit über 40 Wochen durchgängig unter den Top 10 der Sachbuch-Bestsellerliste und davon sogar 20 Wochen lang auf Platz 1. Harpe Kerkeling ist einfach ein Tausendsasser. Ich sag nur Horst Schlemmer und sein Schätzelein. Man kennt ihn als Komiker, als Entertainer, als Sänger, als Quatschmacher. Aber hier in seinem neuen Buch, da lernen wir einen ganz anderen Harpe kennen. Einen verletzlichen, einen tiefgründigen und einen ganz ehrlichen Harpe. Er schafft es, seine Leser auf der einen Seite bestens zu unterhalten und auf der anderen Seite auch tief zu berühren. Also mir ging es beim Lesen einfach so, dass ich abwechselnd gelacht habe und aber auch immer wieder mal geweint. Dass seine schwer depressive Mutter sich das Leben nahm, als er gerade mal 8 Jahre alt war, ist Dreh- und Angelpunkt in seiner Lebensgeschichte. Die ist von Höhen und von vielen Tiefen geprägt. Die Saarbrücker Zeitung schrieb: Eindringlich erzählt er von seinen prägenden Erfahrungen, über berührende Begegnungen, Verluste und den Lebensmut, wieder aufzustehen. Bei aller Ernsthaftigkeit und allem Tiefsinn ist Harpe Kerkeling aber auch ein heiteres Buch gelungen, in dem er viele schöne, skurrile und witzige Begebenheiten aus seinem Leben erzählt. Und zwar von seiner Großfamilie. In der Welt der Erwachsenen, in Recklinghausen, wo Harpe Kerkeling geboren ist, gibt es ein Likörchen hier, Zigarettchen dort und Gurkenschnittchen zwischendrin. Die Kinder spielen mit Lego und im Fernsehen läuft Klimbim. Und schon früh im Krämerladen von Oma Enne hat Harpe gelernt, den Leuten die tollsten Geschichten abzulauschen. Wie schreibt Harpe so schön in seinem Vorwort? Jeder Lebensroman ist einmalig und alleine diese Tatsache macht ihn bedeutsam. Dies ist meine Geschichte, oder besser gesagt, der entscheidende Teil meines bisherigen Lebensfilms. Ein schlichter Holzstuhl am Küchenfenster spielt dabei keine ganz unbedeutende Rolle. Der Junge muss an die frische Luft. Der aktuelle Bestseller von Harpe Kerkeling. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Die tiefsten Wunden sind jene, die uns die Vergangenheit zufügt. Starke Worte aus einem wirklich bewegenden Roman. Bittere Wunden ist ein absolut überzeugender Roman einer der talentiertesten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Eine Studentin verschwindet spurlos. Doch als Will Trent sich an ihre Fersen heftet, wird ihm der Fall mit unerwarteter Heftigkeit entzogen. Amanda Wagner, seine undurchschaubare Vorgesetzte, scheint mit aller Macht verhindern zu wollen, dass Will sich in die Ermittlungen einschaltet. Warum? Schauplatz dieses Thrillers mit einem wirklich abartigen Mörder ist Atlanta. Und ganz besonders beeindruckend sind die Charaktere. Da gibt es den Special Agent, der als Baby in einer Mülltonne gefunden wurde und in einem der schrecklichsten Slums der Stadt aufwuchs. Dann seine Ehefrau, rätselhaft, integer und auch ein bisschen krawallig, die aber irgendwie untrennbar mit seinem Schicksal verbunden ist. Genau wie seine undurchschaubare Vorgesetzte, die als Frau in den 70ern aufstrebende Polizistin ist und es in dem frauenfeindlichen Männerverein Polizei alles andere als einfach hat. Aber das sind nur 3 von vielen wirklich charakterstarken Figuren, von denen aber keine fehlerfrei oder heldenhaft ist. Und genau das macht die einzelnen Figuren so überzeugend. In Bittere Wunden wagt Karen Slaughter ein Experiment. Sie verwebt 3 Handlungsstränge miteinander, wobei einer tief in der Vergangenheit liegt. Und genau so schafft sie es, uns Leser sofort in ihren Bann zu ziehen. Wir fiebern mit und wir leiden mit. Für viele ist Bittere Wunden ihr bisher bester Roman. Bittere Wunden, der aktuelle Bestseller von Karen Slaughter. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Was passiert, wenn man mit Ende 40 dem Mann begegnet, der mit Anfang 20 die ganz große Liebe war? Tja, das ist die Frage, die über diesem Roman steht von Dora Held,
Wind aus West mit starken Böen. Das Besondere an diesem Buch ist der unverwechselbare und warmherzige Humor der Bestseller-Autorin und der liebevolle Blick auf ihre Figuren. Der Roman spielt auf der schönen Nordseeinsel Sylt und Dora Held kennt sich da wirklich bestens aus, denn sie ist auf der Insel geboren. Und deshalb gelingt es ihr auch, auf wunderbare Weise die Inselatmosphäre einzufangen. Und zwar so, dass man am liebsten selber gleich aufbrechen möchte, um nach Sylt zu reisen und dort Zeit zu verbringen. Den Sand zu spüren, den Wind in den Haaren zu haben und das Salz des Meeres auf der Zunge zu schmecken. Tja, und dort auf Sylt, da darf man eintauchen in eine sehr schöne Liebesgeschichte und in eine spannungsgeladene Schwesternbeziehung. Wind aus West mit starken Böen ist witzig, ist turbulent, hat viel Herz und viel Humor. Also mir hat das Lesen dieses Romans wirklich sehr viel Vergnügen bereitet. Die Frauenzeitschrift für sie schrieb, ein tolles Buch, sehr persönlich und voller glaubwürdiger Menschen und Beobachtungen. Tja, man muss die Figuren aus diesem Buch einfach lieben. Wind aus West mit starken Böen schaffte es auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Der Duden ist seit über 100 Jahren gleichbedeutend mit dem Nachschlagewerk der deutschen Rechtschreibung. Jeder ist doch in der Schule mit dem Duden aufgewachsen, oder? Der erste Duden erschien übrigens 1880 und wurde von Konrad Duden als vollständiges orthografisches Wörterbuch der deutschen Sprache veröffentlicht. Mittlerweile gibt es die 26. Auflage und dieser Duden ist das aktuelle Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. Auch im digitalen Zeitalter ist der Rechtschreibduden der Dauerbestseller schlechthin. In jedem Jahr werden mehrere 10.000 Exemplare verkauft. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sicher sind Sie in der deutschen Rechtschreibung? Hm? Heißt es die Diabetes oder der Diabetes? Schreibt man Fahrradfahren klein und zusammen oder schreibt man Fahrrad groß und Fahren klein getrennt davon? Und mit wie viel S schreibt man eigentlich Flusssand? In Günther Jauchs Kultquiz Wer wird Millionär? Scheitern Kandidaten regelmäßig an den Rechtschreibfragen. So purzelte einer von 8.000 Euro auf traurige 500 runter, weil er folgende Frage falsch beantwortete. Schreibt man A. Komitee, B. Komitee, C. Komitee oder D. Komitee? Na, wissen Sie die richtige Antwort? Genau, A. Der Duden gibt in allen Zweifelsfällen der Rechtschreibung Sicherheit. In der 26. Auflage mit 140.000 Stichwörtern ist er so umfassend wie nie zuvor. Rund 5.000 aktuelle Begriffe sind neu in den Duden aufgenommen. Zum Beispiel Energiewende, Liebesschloss, Vorständin, Körperscanner, E-Book-Reader, Shitstorm und nicht zu vergessen Schuldenbremse und Vollpfosten. Neben dem Wörterverzeichnis bietet der Duden noch viele weitere nützliche Hinweise zur Textkorrektur, Zeichensetzung, Gestaltung von Geschäftsbriefen und. Der aktuelle Rechtschreibduden ist unentbehrlich in Schule und Beruf. Und jetzt bekommen Sie diesen Duden ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Jetzt gibt es endlich ein Wiedersehen mit der ehemaligen Wanderhure Marie, der so viel Unrecht geschehen ist. Mit Die List der Wanderhure geht die spannungsgeladene Geschichte aus der deftigen und integranten Welt des Mittelalters weiter. Diesmal werden Marie und ihr Ehemann Michel in neue, gefährliche Abenteuer verstrickt, bei denen an jeder Ecke der Tod lauert. Und das nur, weil sie einer jungen Novizin zu Hilfe eilen, um ihr das Leben zu retten. Die kämpferische Marie ist eine der schönsten und zugleich interessantesten Heldinnen dieses historischen Romans von Inni Lorenz. Inni Lorenz ist übrigens ein Pseudonym, hinter dem sich ein Autorenehepaar verbirgt, das die Königsklasse des historischen Romans darstellt. Und in diesem Buch hier beweisen sie gekonnt ein weiteres Mal, warum. Mit jedem Wort werden wir Leser geradezu eingesaugt in die farbenprächtige, spannende und äußerst interessante Geschichte um Marie. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die ersten Bände bereits fürs Fernsehen verfilmt wurden. Die List der Wanderhure ist bereits der 6. Band der Bestsellerreihe. Fans und Presse sind begeistert. Und wenn ich an dieser Stelle mal die Bild-Zeitung zitieren darf. Erotik trifft Action im Mittelalter. Das Autorenduo Inni Lorenz präsentiert das bewährte Erfolgsrezept in Bestform. Die List der Wanderhure vom Top-Bestseller-Autorenpaar Inni Lorenz. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild.
Vielen Dank, dass ich Ihnen die Weltbild-Lieblingsseiten vorstellen durfte. Vielleicht war ja das ein oder andere Buch für Sie dabei. Ich freue mich jedenfalls schon aufs nächste Mal. Tschüss! Weltbild.